Finanzen Wolfgang Schäuble. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Entscheidung über ein weiteres Hilfsprogramm für Griechenland fällt nicht leicht. Die Debatten für Hilfen für Griechenland waren und sie sind aus guten Gründen streitig. Es gibt beachtliche Gründe für und es gibt beachtliche Gründe gegen, ökonomische und politische. Das ist unbestritten, und das liegt an der unvollständigen Konstruktion der Währungsunion, der eben eine gemeinsame Haushalt- und Finanzpolitik, eine gemeinsame Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftspolitik fehlt. Und so konnten einzelne Euro-Länder Entscheidungen auf Kosten der Gemeinschaft treffen, weil Verantwortung und Haftung immer wieder auseinanderzufallen drohten. Im Zuge der Euro-Krise haben wir die Währungsunion seit 2010 stabiler gemacht. Mit den neu eingeführten Regeln für den Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit dem sogenannten Sixpack und mit dem Fiskalpakt. So ist es gelungen, Verantwortung und Haftung näher zusammenzuführen. Mit der Bankenunion haben wir den Teufelskreis zwischen Staatsschulden und Bankenkrisen durchbrochen. Und mit gezielten Reformprogrammen haben wir die Wachstumskräfte in der Währungsunion gestärkt. Und das war erfolgreich in Irland, in Portugal, in Spanien und in Zypern. Und es hat bis letztes Jahr auch in Griechenland funktioniert. Dabei war Griechenland von Anfang an ein außergewöhnlich schwieriger Fall. Vor dem ersten Programm hatte Griechenland 2009 ein Haushaltsdefizit und ein Leistungsbilanzdefizit von jeweils 15% vor der Eurokrise. Dazu kamen die und kommen die schwierigen institutionellen Rahmenbedingungen, schwache Strukturen der Verwaltung und Justiz, hohe Sozialleistungen und ein überdimensionierter Beamtenapparat. Und trotzdem war Griechenland bis Ende vergangenen Jahres auf gutem Weg. Griechenland hatte Wachstum, eine höhere Wachstumsrate im vergangenen Jahr als die meisten anderen Länder der Eurozone. Griechenland hatte einen Handelsbilanzüberschuss, einen Primärüberschuss, und auch die Arbeitslosigkeit begann zu sinken. Aber sie ging zurück. Die war vorher so hoch, Herr Kollege. Das ist so in Krisen. Ich kann Ihnen mal aus anderen Ländern die Zahlen sagen. Griechenland war auf einem guten Weg, besser als viele zu hoffen gewagt hatten. Nun ist auch wahr, die Wiedergewinnung tragfähiger öffentlicher Finanzen als Voraussetzung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Arbeitsplätze, die erfordert von der Bevölkerung in jedem Fall erhebliche Anpassungsleistungen. Und je länger diese Anpassungsleistungen dauern, umso schwieriger ist es auch für eine Bevölkerung, dafür den politischen Konsens und den sozialen Konsens aufrechtzuerhalten. Aber sie sind unverzichtbar, insbesondere wenn man Mitglied in einer Währungsunion ist. Und die Entscheidung, ob man solche Anpassungsleistungen zu tragen bereit und in der Lage ist, liegt ausschließlich im jeweiligen Land. Aber für die Mitgliedschaft in der Währungsunion sind sie unverzichtbar. Und das Problem des griechischen Ministerpräsidenten war, dass er vor und nach der letzten Wahl versprochen hatte, genau diese Entscheidung zu vermeiden. Er hatte versprochen, Griechenland bleibt in der Eurozone ohne Reform, ohne Programm. Und dies hat sich als ein nicht haltbares Versprechen herausgestellt. Und jetzt muss er das Gegenteil von dem machen, was er versprochen hatte. Darüber ist die Einheit seiner Partei ganz offensichtlich schweren Belastungen ausgesetzt. Und erst als die Unausweichlichkeit der Entscheidung klar war, haben sich die Verantwortlichen in Griechenland für einen neuen Anfang entschieden. Und wenn der Ministerpräsident im Parlament und öffentlich gesagt hat, und ich zitiere, dass Griechenland jetzt all das umstürzen müsse, was Griechenland in diese Krise geführt habe, um dauerhaft zu Wachstum und Beschäftigung zu kommen,
dann ist das ja von seiner Seite her die Bestätigung, dass es richtig war, Griechenland die Notwendigkeit, diese Wahl zu treffen, deutlich vor Augen zu führen. Dazu hat die Eurogruppe, dazu hat Deutschland beigetragen, und das ist im Interesse Griechenlands und im Interesse Europas. Die Vereinbarung der Staats- und Regierungschefs vom 12. Juni enthält die Rahmenbedingungen. Und danach haben die Institutionen die Vereinbarungen mit der griechischen Regierung erarbeitet. Institutionen sind Europäische Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds. Früher haben wir sie Troika genannt, jetzt nennen wir sie Institutionen. Und sie haben diese Vereinbarung mit der griechischen Regierung erarbeitet, das sogenannte Memorandum of Understanding, und abgeschlossen. Und auf dieser Grundlage hat die Eurogruppe am vergangenen Freitag völlig einmütig einen Beschluss vorbereitet, für den ich im Deutschen Bundestag um Zustimmung ersuche. Das Programm für die nächsten 3 Jahre sieht Finanzhilfen von bis zu 86 Milliarden Euro vor. Die erste Tranche soll 26 Milliarden betragen. Diese 26 Milliarden dienen der Ablösung der schon im Juli beschlossenen Brückenfinanzierung zur Bedienung der auswärtigen fällig gewordenen Verbindlichkeiten mit über 12 Milliarden Euro. Und etwas mehr als 3 Milliarden Euro werden für aufgelaufene Zahlungsverpflichtungen in Griechenland zur Verfügung gestellt, damit die griechische Wirtschaft wieder in Schwung kommen kann. Denn wenn Rechnungen nicht bezahlt werden, dann kommt die Wirtschaft nicht in Schwung. Und darüber hinaus werden 10 Milliarden Euro Griechenland auf einem gesonderten Konto beim ESM für Bankenrekapitalisierung bereitgestellt. Denn die zügige Rekapitalisierung der Banken in Griechenland ist wiederum notwendig, damit die Kapitalverkehrskontrollen schrittweise aufgehoben werden können. Und auch das ist wichtig, damit die griechische Wirtschaft wieder Fuß fasst. Die weiteren Tranchen im Programm werden im Zug um Zug mit erfolgreichen Programmüberprüfungen in den kommenden Jahren gezahlt. Diese Konditionalität mit Überprüfung ist Bestandteil und Bedingung eines jeden europäischen Stabilisierungsprogramms. Die Institutionen werden die Umsetzung der Auflagen alle 3 Monate überprüfen. Und auf der Grundlage dieser Überprüfungen wird in der Eurogruppe bzw. im Board des Europäischen Stabilisierungsmechanismus über die jeweiligen Auszahlungen beschlossen, wobei der Deutsche Bundestag jeweils im Rahmen des ESM-Finanzierungsgesetzes an den Entscheidungen vorher informiert oder beteiligt wird, so wie das in unserer Gesetzgebung beschlossen und geregelt ist. Die erste Überprüfung soll im Oktober stattfinden. Ziel der Reformmaßnahmen ist, dass Griechenland wirtschaftlich möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Und deshalb ist es erforderlich, dass Griechenland ab 2016 wieder Primärüberschüsse erwirtschaftet. Ich will daran erinnern, Griechenland hatte im vergangenen Jahr einen Primärüberschuss. Wir hatten die Aussicht, dass in diesem Jahr ein ansteigender Primärüberschuss entstehen würde. Das ist leider durch die Entwicklung der letzten 8 Monate unmöglich geworden. Aber ab dem kommenden Jahr soll wieder ein kleiner und dann ansteigend Primärüberschuss erwirtschaftet werden, 0,5 im kommenden Jahr, 1,75% in 2017 und ab 2018 ein Primärüberschuss von 3,5%. Die Reformmaßnahmen betreffen insbesondere eine verbesserte Haushaltsplanung, eine größere Steuergerechtigkeit, eine Modernisierung der Arbeits- und Produktmärkte und der öffentlichen Verwaltung, eine Privatisierungsstrategie und eine Rentenreform. Insgesamt sieht das Programm zahlreiche und umfangreiche Einzelmaßnahmen vor, von denen ein Großteil bereits vorab, und das ist das Neue, ein Großteil ist bereits vorab im griechischen Parlament verabschiedet worden. Wichtige, konkrete Reformmaßnahmen sind unter anderem die Liberalisierung des Energiemarkts, die Abschaffung von Steuerbegünstigungen, die Bekämpfung von Korruption in der Verwaltung, der Umbau des Renten- und Gesundheitswesens, die Wiederherstellung von Liquidität und Kapitalausstattung angeschlagener Banken, der Umgang mit notleidenden Krediten und die Einrichtung eines Privatisierungsfonds. Bei den Bankenrekapitalisierungsmaßnahmen, die sich in dem Programm auf bis zu 25 Milliarden
im Rahmen der 86 Milliarden belaufen können, je nachdem, was die als Notwendigkeit sich durch die europäische Bankenaufsicht ermittelt wird. Bei diesen Bankenrekapitalisierungsmaßnahmen ist sichergestellt, dass über die ersten 10 Milliarden hinaus zunächst der tatsächliche Bedarf durch einen Stresstest der europäischen Bankenaufsicht ermittelt wird. Und darüber hinaus ist Voraussetzung, dass die Programmüberprüfung im Oktober erfolgreich abgeschlossen sein muss. Darüber hinaus wird das Bail-in-Instrument für Anleihegläubiger erstrangiger Schuldtitel gelten. Die Beteiligung von Einlegern bleibt vor Inkrafttreten der Bankenrestrukturierungsrichtlinie ausgeschlossen. Für das den Banken zur Verfügung zu stellende Kapital, also bis zu 25 Milliarden, sollen entsprechende Anteile an den unabhängigen Privatisierungsfonds übertragen werden. Dieser Privatisierungsfonds soll bis Ende 2015 unter der Aufsicht der relevanten europäischen Institutionen seine Arbeit aufnehmen. Den ersten Entwurf dafür muss Griechenland schon im Oktober vorlegen. Und in diesen Fonds sollen während der Laufzeit des Programms über die im MoU vereinbarten Privatisierungen hinaus werthaltige Vermögenswerte transferiert werden, die sich im Wert entwickeln sollen, damit sie nach abschließender Privatisierung zur Schuldenreduzierung und zur Förderung von Investitionen zusätzlich in Griechenland beitragen können. Für die Bundesregierung ist unabdingbar, dass der Internationale Währungsfonds mit seiner besonderen Expertise bei Staatsschuldenkrisen weiter an Bord bleibt. Die Eurogruppe teilt diese Auffassung, und sie hat dies in ihrer Erklärung vom Freitag ausdrücklich niedergelegt. Der Internationale Währungsfonds wird seinerseits über eine weitere Beteiligung nach einer Überprüfung des Programms im Herbst entscheiden. Man muss daran erinnern, eigentlich ist das Programm des Internationalen Währungsfonds hatte eine Laufzeit bis Ende März kommenden Jahres. Durch die Nichtbedienung einer Zahlung Ende Juni, Anfang Juli an den IWF ist das Programm außer Kraft getreten. Deswegen hat der IWF schon bei den Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs am 12. Juli erklärt, dass ein neues Programm notwendig ist für den IWF und dass der IWF darüber erst im Oktober nach einer ersten Programmübersicht im Lichte der eingetretenen Verzögerung bei der Bedienung von IWF-Verhältlichkeiten nach IWF-Regeln entscheiden wird. Aber seine grundsätzliche Bereitschaft hat der IWF zu einer weiteren Beteiligung erklärt. Und er hat Maßnahmen spezifiziert, die jetzt auf den Weg gebracht werden muss. Die Konditionalität, Frau Köring-Eckardt, die Konditionalität, die wir im MoU vereinbart haben, ist mit dem IWF zu 100% gemeinsam. Der IWF hat zwei zusätzliche Punkte genannt bei der Rentenreform und bei der Bankengovernance, die bis Oktober geklärt werden müssen. Auch das ist einvernehmlich, die dann auch in das europäische Programm übernommen werden sollen, damit wir eine völlige Identität der Konditionalität vom ESM-Programm und IWF-Programm haben werden. Und dann gehört natürlich zu diesen Maßnahmen auch eine gemeinsame Beurteilung, dass die Schuldentragfähigkeit gegeben ist. Da haben wir im Augenblick die Situation, dass die europäischen Institutionen, Kommission und EZB, zu der Einschätzung gekommen sind, dass die Schuldentragfähigkeit bei konsequenter Umsetzung der Programmvereinbarungen und Maßnahmen zur Schuldenerleichterung ohne einen Schuldenschnitt erreicht werden kann. Zwar werden die bisher vereinbarten Zielwerte für die Schuldenstandsquote aufgrund der Verwerfungen der vergangenen Monate erst deutlich später erreicht werden können. Das ist unbestreitbar. Aber in jedem Fall wird die Schuldenstandsquote schon während der Programmlaufzeit bis 2018 ihren Kulminationspunkt überschreiten, ab dem sie dann wieder zurückgeht. Denn die Schuldenstandsquote geht in dem Augenblick zurück, in dem die Wachstumsraten der Überschuss höher ist. Und deswegen hängt es davon ab, wie sich Wachstum entwickelt und die Reduzierung der Haushaltsdefizite. Also der Kulminationspunkt muss noch vor 2018 erreicht werden, dass die Schuldenstandsquote dann wieder rückläufig ist. Der Verschuldungsgrad ist im internationalen Vergleich extrem hoch, obwohl es Länder gibt, ich nenne nur Japan, die eine viel höhere Schuldenstandsquote haben. Und deswegen hat man international mehr und mehr in den vergangenen Jahren
darauf abgehoben, dass eigentlich die entscheidende Größe für die Schuldentragfähigkeit nicht der Schuldenstand ist, sondern die Frage, ist der jährlich zu leistende Dienst für Zins und Tilgung, die sogenannte Bruttofinanzierungsbelastung pro Jahr, unterhalb von 15% der gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft oder nicht. Diese Beurteilung wird gemeinsam von Internationalem Währungsfonds und europäischen Institutionen zugrunde gelegt. Und diese 15% werden jedenfalls nach den heutigen, noch vorläufigen Zahlen bis weit in die 20er Jahre hinein eingehalten werden können. Ob es für die gesamte Programmlaufzeit der Fall sein wird, muss man im Oktober im Lichte der dann zu aktualisierenden Zahlen beurteilen können. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir im Oktober zu einer gemeinsamen Beurteilung der Schuldentragfähigkeit kommen werden. Und dementsprechend werden wir, wenn das notwendig ist, werden wir einen begrenzten Spielraum in der Frage der Laufzeiten bei den Krediten noch haben, vielleicht auch in der Frage von tilgungsfreien Perioden. Aber auch da sind wir ja bei den bisherigen Laufzeiten und tilgungsfreien Perioden schon so hoch, dass der Spielraum für weitere Schuldenerleichterungen ein begrenzter ist. Das muss man immer wieder auch sehr klar sagen. Und wiederum ist auch klar, dass ein Schuldenschnitt nicht möglich ist, weil den die europäischen Verträge nach übereinstimmender Beurteilung aller und nach der Erklärung der Staats- und Regierungschefs für die Mitglieder der Europäischen Währungsunion nicht zulässig ist. Es war bereits in der Erklärung vom Juli enthalten, dass der IWF erst im Oktober seine Beteiligung an einem neuen Programm entscheiden wird. Aber unter der Voraussetzung der entsprechenden Änderungen im Rentensystem und der Bankengouvernanz und unter der Voraussetzung, dass eine Einigung über die finanzielle Schuldentragfähigkeit erzielt wird, hat die Generaldirektorin des IWF am Freitag zugesagt, sich im Oktober bei den IWF-Gremien für eine weitere finanzielle Beteiligung des Internationalen Währungsfonds einzusetzen. Das war genau die Form, in der wir bei allen europäischen Programmen bisher immer die Beteiligung des IWFs nur vereinbart haben, denn der IWF entscheidet unabhängig. Aber die Zusage seiner Generaldirektorin, dass man einer solchen Zusage sich einsetzen wird, ist von den Gremien des IWF in der Vergangenheit, wenn die Voraussetzungen erfüllt waren, immer honoriert worden. Es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass es auch in diesem Jahr so der Fall sein wird. Und die Eurogruppe ihrerseits hat entsprechend der Position der Bundesregierung klar gesagt, dass eine weitere Beteiligung des Internationalen Währungsfonds auch finanziell unverzichtbar ist für das Programm. Mit all diesen Vereinbarungen im MoU und mit den Erklärungen der Eurogruppe sind also die Beschlüsse des europäischen Gipfels vom 12. Juli umgesetzt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass in den letzten Wochen ein grundsätzlicher Wandel in Griechenland zu verzeichnen ist und dass der notwendigerweise auch zu Auseinandersetzungen innerhalb der die Regierung dort tragenden politischen Kräfte führt, zeigt eigentlich nur für die Ernsthaftigkeit, spricht nur für die Ernsthaftigkeit dieses Wandels. Denn wenn das ohne Auseinandersetzung ginge, wäre es irgendwie auch überraschend. Aber weil dieser Wandel wirklich offensichtlich ist und mit Händen zu greifen war, viele haben gesagt, man glaubt fast, dass man in einer anderen Welt lebt. Und wie gesagt, die meisten der Prior Action sind inzwischen vom griechischen Parlament bereits beschlossen worden, waren wir uns unter den Finanzministern am Freitag völlig einig, dass wir auf dieser Grundlage den Abschluss eines Hilfsprogramms empfehlen können und empfehlen müssen. Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es nach den Erfahrungen der zurückliegenden Monate und Jahre keine Garantien, dass das alles funktionieren wird, und Zweifel sind immer erlaubt. Aber angesichts der Tatsache, dass das griechische Parlament einen Großteil der Maßnahmen bereits beschlossen hat, wäre es unverantwortlich, die Chance für einen neuen Anfang in Griechenland jetzt nicht zu nutzen. Wenn Griechenland zu seinen Vereinbarungen steht, und wenn das Programm entschlossen und vollständig umgesetzt wird, dann kann die griechische Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder wachsen. Die Chance ist gegeben, und ob sie genutzt wird, entscheiden allein die Griechen. Wir müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, oft Entscheidungen treffen,
bei denen es gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen gibt. Das ist Politik. Es ist nicht so, dass immer alle Argumente nur dafür sprechen. Und bei den meisten Entscheidungen ist es übrigens so, dass man zum Zeitpunkt der Entscheidung auch nicht ganz sicher sein kann, wie sich das in der Rückschau in einigen Jahren oder darstellen wird, weil wir immer zukünftige Entwicklungen auch nicht antizipieren können. Deswegen müssen wir die Argumente sorgfältig abwägen. Und deswegen sage ich mit allem Ernst und aller Verantwortung, wir haben uns alle Mühe gemacht, unserer Verantwortung für Europa, für europäische Solidarität gegenüber Griechenland, aber unsere Verantwortung natürlich auch gegenüber dem Souverän in jedem anderen Mitgliedstaat und gegenüber den Steuerzahlern in allen Ländern der Europäischen Währungsunion gerecht zu werden. Wir sind uns alle einig, wir wissen, wir brauchen aus vielen, vielen Gründen ein starkes, ein handlungsfähiges Europa. Und das geht nicht ohne Verlässlichkeit, ohne Vertrauen, und es erfordert Solidarität. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich nicht weniger als irgendjemand sonst um diese Entscheidung auch gerungen habe. Und weil das so ist, kann ich mit voller Überzeugung Sie alle bitten, stimmen Sie dem Antrag des Bundesfinanzministeriums zu. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist